Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, eine schlechte Nachricht vorweg. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Aufnahme machen kann. Es kann sein, dass ich das zwischendurch mal cutten muss oder irgendwie zusammenschneiden muss, weil wir jetzt innerhalb der letzten, ja, ich glaube 2 oder 3 Stunden schon 5-mal das Internet verloren haben. Und ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst, wenn irgendwelche komischen Cuts drin sein sollten, ich hoffentlich nicht alles nochmal neu machen muss, dass ihr Bescheid wisst, woran das dann liegt. Ja, wir wollten ja heute mit Anna weitermachen, beziehungsweise bei Goofy wollte ich eigentlich auch noch was abgeben. Das Problem ist, Anna sitzt jetzt gerade hier und ich würde sie auch gerne damit leveln. Das heißt, ich möchte ihr jetzt den gegrillten Fisch geben. Den habe ich zufälligerweise übrigens gemacht, weil ich hier so ein bisschen rumexperimentiert habe. Aber ich habe schon festgestellt, sie möchte mir mal wieder eine Quest aufs Auge drücken. Es ist ein bisschen durcheinander dann gleich, aber ich will zumindest die Quest jetzt aufnehmen, während ich die annehme. Gameplayerin, genau die Person, die ich sehen wollte. Ich weiß, was wir tun könnten, damit Elsa sich willkommen fühlt, wenn sie das Dreamlight Valley besucht hat. Hast du Zeit, mir zu helfen? Klar, was brauchst du? Ich möchte einen Ort finden, der sich anfühlt, als wäre er nur für Elsa gemacht. Ich kann nicht mehr lesen heute. Eisiges? Genau. Auf der anderen Seite des Waldes der Tapferkeit habe ich eine Eishöhle gesehen, die mich an die erstaunlichen Eisstrukturen erinnert, die Elsa baut. Aber ich brauche deine Hilfe, um dorthin zu gelangen, weil diese Baumstümpfe die Brücke blockieren. Ich weiß. Folge mir, ich werde es dir zeigen. Oh, danke. Aber bevor ich dir folge, möchte ich dir eigentlich deine Bestellung geben, aber du möchtest deine Bestellung nicht, oder wie? Gibt es was, das du mich fragen möchtest? Manchmal frage ich mich, wie es wäre, wie Elsa Kräfte zu haben. Wenn du eine Kraft haben könntest, was würdest du wählen? Fliegen. Oder? Ja doch, fliegen, denke ich mal. Ach, das wäre toll. Kannst du dir vorstellen, frei wie ein Vogel durch die Lüfte zu schweben? Es wäre so viel einfacher gewesen, Elsa den Berg hinauf zu folgen. Vielen Dank. Ja, ich danke auch für die Diskussion, die wir nicht annehmen können. Okay? Oh, hallo. Warum darf ich dir nicht deinen... Ja, hier drüber ist es aber nicht. Ich hab doch den Fisch hier. Moment, das ist Fisch in Salzkruste. Da ist gegrillter Fisch. Auch wenn die Tomaten fehlen. Das ist komisch, weil das ist der gleiche Fisch, aber die Tomaten, also die hier drin sind, die Tomaten, die fehlen hier drin. Aber es heißt beides gegrillter Fisch und es ist beides eine Hauptspeise. Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. wohin gehen wir? Folge mir, ich zeige dir die Brücke. Ja, es wäre schön, wenn du auch mitkommen würdest. Danke. Hallo. Anna, ich gehe dann schon mal vor. Ach so, Moment. Ich sollte vielleicht dann auch ihre Aufgabe aktivieren. Hier, das werden wir dann aber danach machen, würde ich sagen. Hier habe ich mich dann dazu nicht entschlossen. Ich konnte ihn dann endlich mal im Laufe des Tages finden und habe dann das Bild gemacht. Ich meine, ihr wisst ja, wie man so ein Selfie macht. Das habe ich jetzt nicht extra noch mit aufgenommen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, sie ist schon mal da, aber es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir hier oben hingehen könnten. Muss ich sie wirklich im Wald der Tapferkeit finden? Oder geht sie jetzt direkt? Nö, sie bleibt tatsächlich da. Ach so, die will da rum? Hä? Wieso will die da rum? Muss ich das verstehen? Anna. Dies ist der Weg zur Eishöhle. Wie du siehst, haben wir ein Problem, das uns den Weg versperrt. Ich habe versucht, die Sümpfe auszugraben, aber sie sind ziemlich robust. Die Wurzeln sind tief eingegraben. Ich glaube nicht, dass eine normale Schaufel das bewältigen kann. Du hast Glück, ich habe eine magische Schaufel. Natürlich hast du eine magische Schaufel. Du bist die beste Gameplayerin. Komm schon, lass uns die Brücke freiräumen. Oje. Oje? Was oje? Ich glaube, dass selbst meine Schaufel nicht ausreichen wird, diese Dinger... ausreichen wird. Diese Dinger sehen aus, als würden sie ihre Energie aus dunkler Magie ziehen. Okay. Okay.
Wir müssen uns nur etwas anderes einfallen lassen. Ich kann es kaum erwarten, dass Elsa diesen Ort sieht. Du bist eine gute Schwester. Mm, ja. Hm. Danke, Gameplayerin. Du bist eine tolle Freundin. Moment mal, ich hab's. Neulich habe ich mir die Bücher in meiner Bibliothek angesehen und ein Buch über mystische Flora und Fauna gefunden. Aha. Es war ziemlich kompliziert, aber ich wette, es hat die Antwort darauf, wie man diese Baumstümpfe beseitigt. Lass uns das Buch in meinem Haus finden. Na, toll. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss mit Maui oder was weiß ich wem hier was machen. Und da muss ich einfach nur mit Anna reden. Wollt ihr mich denn? Ich mache jetzt allerdings mal eben Trick 17. Ich setze mal die Zeit 6 Stunden rum. Einfach nur, damit es ein bisschen schöner ist wegen der Aufnahme. Weil ich verstehe einfach nicht, dass man abends um noch nicht mal 9 Uhr, keine normale Uhrzeit quasi, also kein normales Licht hier drin hat. Hi. Ja, es steht, es ist immer an der gleichen Stelle. Sehr einfallsreich. Die steht jetzt nicht ernsthaft wieder mitten hier. So. Moment, ich erinnere mich. Vor dem Vergessen habe ich dieses Buch von Merlin ausgeliehen. Das war, als diese Stümpfe zum ersten Mal auftauchten und wir sie loswerden wollten. Ich hoffe, Merlin erhebt keine Verspätungsgebühren. Oh, das würde er nicht, oder? Vielleicht stelle ich es einfach zurück in sein Regal, wenn er nicht hinschaut. Oh. Hier steht, dass man zur Herstellung einer magischen Schaufel, die stark genug ist, um die dunkle Magie zu durchbrechen, Weichholz, Hartholz, Teile zum Basteln und Eisenbarren braucht. Ich habe doch noch kein Eisen gefarmt jetzt. Ich werde sie sammeln und sie alle an einer Werkbank zusammenstellen. Danke, Gameplayerin. Ich werde weiter nach einem anderen Weg suchen, um rüberzukommen. Nur für den Fall. Komm zu mir, wenn du diese Baumstümpfe losgeworden bist. Auf Wiedersehen. Ich hätte einen Weg, weil ich war schon da. Och, nicht auch noch 6 Eisen. War das gerade das Innere von Annas Kopf? Nee, das war das Innere von meinem Kopf. Okay. Ich war schon da. Und zwar wurde mir ein Trick gesagt. Der stand in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf. Man kann F drücken und einfach irgendeinen Teleporter auf die andere Seite stellen und dann kann man tatsächlich dahin teleportieren. Ich breche das jetzt mal ab, weil ich möchte es nicht machen. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das... Ach, das war Ariel. Ich wollte gerade sagen, was kommt denn da hoch? Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das funktioniert. Ich bin gerade am Überlegen. Habe ich jetzt... Muss ich jetzt noch Eisen besorgen? Sehr wahrscheinlich ja, ne? Ich kann euch sagen, dass das funktioniert, weil ich habe es nämlich schon ausprobiert. Oh, der hat gar nichts mehr hier. Was habe ich gesagt? 6 Stück brauchen wir ja und 3 kann ich machen. Moment. Aber wegen... Nee, wegen Eisenerz habe ich doch... Habe ich falsch geguckt. Okay. Gut, dann bleibt uns leider nichts anderes mehr übrig, als hier so ein bisschen zu farmen. Ich hätte mal gucken sollen, wie viel das jetzt genau war. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. 3 haben wir hergestellt. Hatten wir nicht irgendwie 16 Stück oder so? Ich bin mal gerade echt nicht sicher. Da hinten ist auf jeden Fall, das sind noch 2 Stellen. Oh, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber wir müssen mal eben zwischendurch, weil von diesen... Och, da kommt der schon wieder. Sobald ich angel, kommt der Goofy angelaufen. Ich weiß nicht, was der immer von mir will. Und wenn ich dann geangelt habe, kriege ich von ihm aber auch keinen zweiten Fisch irgendwie. Also, ja, brauchst du gar nicht so zu winken. Achso, nee, das war... Ich brauche die Spitzhacke. Der hängt auch irgendwie ein bisschen komisch so über der Erde hier für mich. Naja. Ja, die blauen, ich weiß nicht, ob das jetzt nur am Strand ist. Oh, nimm's, Mann. Nein. Da war kein Eisenerz mehr bei. Ich wollte doch Eisenerz haben.
Wieso kann man sowas denn nicht mit Eisenerzen machen? Ich meine, gerade wenn man das irgendwie realisiert, ah, da ist eine Quest mit Eisenerz, sollte man noch wenigstens was mit Eisenerz dann machen. So. Die nehmen wir nochmal schnell mit, weil die Scherben, diese Nachtscherben brauchen wir ja. So, dann nächster Punkt ist im Wald der Tapferkeit. Da gibt es zwar nicht so viele Punkte, wo man die holen kann, aber da können wir auch welche holen. Bei meinem Glück schaffen wir wahrscheinlich jetzt gleich zwei und dann muss ich nochmal los. Es tut mir übrigens leid, dass ich mich gerade irgendwie anhöre wie so eine, weiß ich nicht, wie ein Motor, der einfach nicht starten will, der am Rumkeuchen ist oder so. Dem man eine Socke über einen Auspuff, also dem Motor nicht, sondern dem Auto, dem man eine Socke über einen Auspuff gestülpt hat oder sowas, keine Ahnung. Es wird und wird einfach nicht besser, gerade mit dem Hals. Jetzt habe ich zusätzlich noch eine kleine Erkältung mitgenommen, die bei mir dann halt immer sich dann noch ein bisschen weiter ausdehnt durch die NNE. Und ja, es wird halt nicht besser, gerade auch im Hals. So. Also mit dem Schleim am Hals meine ich. Ich habe jetzt gerade das erste Mal... Nee, aber das steht nicht. Ich habe jetzt das erste Mal das hier entdeckt. Und das müsste auf jeden Fall Bolli sein. Aber die kann man noch nicht ernten. Komisch, dass das dann so angezeigt wird. Nee, ich wollte eigentlich zur Werkbank. Die hatten wir ja hier rübergestellt. So, mal schauen. Oh, ein Glück. Ich wusste jetzt nicht, wie viel wir bekommen haben. So. Stelle Schaufelblatt her. Wenn ich den Scheiß damit endlich wegkriege, ganz ehrlich, dann ist es mir... Benutze es im Inventar, dann ist es mir auch egal, was ich mache. Achso, übrigens hier diese geheimnisvolle goldene Kartoffel, die übrigens auch ein Quest-Symbol unten drunter hat. Die habe ich durch einen Code bekommen. Ich habe jetzt den Code leider nicht hier. Wenn ich dran denke, setze ich den in die Beschreibung. Wenn nicht, googelt einfach mal nach goldene Kartoffel, Dreamlight Valley und Code. Dann müsstet ihr da ganz schnell auf eine Seite kommen, wo ihr den herbekommt. So, wir benutzen dieses Upgrade. Ein Weihnachtsgeschenk. Ja! So, das heißt, jetzt können wir. Wirklich? Tatsächlich? Anna? Du hast... nee, du hast von mir gerade das Essen nicht bekommen, weil es nicht ging. Ja, 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 ist okay. So, mal schauen. Wenn das so einfach ist, ich hätte schon die ganze Zeit die Quest machen... Oh, was ist das euer Ernst? Oh, ist das euer Ernst? Oh, da kommt... Ah, oh, das ist ja geil. Was ist das denn für ein Holz? Weichholz. Achso, aber auch Hartholz, oder? Habe ich jetzt beides bekommen oder habe ich das jetzt vorhin aufgesammelt? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das sind... Nee, das ist das... Das ist das Weichholz oben, genau. Okay, sehr schön. Obwohl da jetzt auch, glaube ich, gerade was Hartholz dabei war. Ich meine, da war noch eine andere Farbe bei. Ja, Anna, kommst du denn vielleicht auch nochmal irgendwann... Wir können noch mal schaufeln, buddeln. Ach so, ja, das war ja die Schaufel. Die ist jetzt so geil aufgerüstet, dass ich gar nicht mehr weiß, was das ist. Eine Truhe, eine Truhe. Sehr schön, noch schöner. So. Einen runden Beistelltisch. Wenigstens haben wir endlich mal wieder was für Möbel bekommen. Das ist cool. Das machen wir auch noch hier eben sauber. Zack. Bevor wir Anna dann Bescheid geben, würde ich sagen, dass wir nochmal ganz kurz und schnell das Inventar ausleeren. Ach, wen höre ich denn jetzt hier schon wieder? Achso, das war Jana. Na gut, die geht ja auch ganz gerne in den Wald, habe ich mir sagen lassen von ihr. Wobei sie das Meer immer noch liebt. So, hier ist auch Knoblauch. Das heißt, achso, brauche ich ja gar nicht klicken. Das heißt, das ist mir schon öfter aufgefallen, dass alle Strecken, die, sag ich mal, zur gleichen Farbe gehören,
Also alle Bereiche haben dann auch die gleichen Sachen. Also es ist zum Beispiel das gleiche Holz und es sind die gleichen Gewürze und so weiter. Oh, dieses ewige überall hängen bleiben, das nervt mich ganz schön. Ah, ich hoffe, das wird auch nochmal irgendwann gefixt. Das ist schön. Den hier kriegen wir aber nicht weg, ne? Schade. So, was ist das? Oh, das ist nur Standard. Schade. Okay, hier ist die Eishöhle. Die kriegen wir jetzt aber nicht... Oh, nein. Nein. Oh. Ja, aber ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, oder? So. Nee, natürlich kommen wir da nicht drum herum. Okay. Ja, dann soll sie mir auf jeden Fall helfen, wie ich da jetzt weiterkomme. Denn das kann ich jetzt nicht sagen. Ach so, ja, ja, ja. Habe ich vergessen. Tut mir leid. So. Ich muss aber trotzdem immer noch was finden, wodurch ich hier dieses blöde Eis wegkriege. So, das mit dem Holz ist ja mal mega geil. Mega, mega nice. Okay. So, das haben wir schon mal frei. Die Ebene kennen wir ja schon. Das nehmen wir nochmal eben mit, wenn wir gerade schon mal hier oben sind. Zack. Das ist auch alles... Ach nee, das ist Minze jetzt hier. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt alles Knoblauch, aber offensichtlich nicht. Da hinten kommen wir dann auch wieder nicht hin. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Ja, hier wäre sie doch eigentlich so hingekommen. Hier kann man sogar so hochgehen. Ich weiß jetzt nicht, was sie jetzt eigentlich wollte. Keine Ahnung. Aber gut. So, dann würde ich sagen, ja, ein bisschen Platz haben wir noch frei. Wo ist Anna? Sie sitzt immer noch da. Klar, die Gute hat Hunger. Ich meine, sie hat ja von mir jetzt den Fisch nicht geliefert bekommen. Was ich trotzdem nicht verstehe. Wieso nimmt die den Fisch nicht an? Oder natürlich ist es ein anderer. Das weiß ich jetzt nicht. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich habe die Baumstümpfe beseitigt, die die Brücke blockiert haben. Wow, gute Arbeit, Gameplayerin. Das Tal kann sich wirklich glücklich schätzen, dich zu haben. So viel ist sicher. Ach was, ich gebe einfach mein Bestes. Was ziemlich toll ist. Ich kann nicht glauben, wie viel du für diesen Ort getan hast. Komm schon, lass uns diese Eishöhle erkunden. Vielen Dank. Das geht ja leider nicht. Ach so, stimmt, ich habe hier einmal... Ich habe hier einmal Stein rausgeworfen. Oh, hallo. Ja, kann ich hier immer noch nicht geben? Also ich weiß nicht. Ich glaube an dich. Ich nehme an, dass die das nicht annehmen, weil es... Ich porte da aber hin, das ist mir jetzt zu lange. Sie wollte aber dahin, ne? Ja, natürlich ist sie jetzt vor mir da. Die rast ja auch so da durch. So, nu... Wie kommen wir jetzt da durch? Das musst du mir jetzt auch noch sagen. Moment, Knoblauch nehme ich aber gut und gerne mit. Wo ist er jetzt? Da. Hallo. Elsa wird es hier lieben. Es ist friedlich und schön, ganz zu schweigen vom Eis. Oh. Ich kann es kaum erwarten, dir diesen Ort zu zeigen. Schreib ihr einen Brief und ich mache ein Foto. Es wird Teamarbeit sein. Ein Foto? Oh, du meinst deine Fotografie. Wir haben gerade einen Fotografen in Arendelle bekommen. Die Bilder, die er macht, sind unglaublich. Was für eine großartige Idee. Ich weiß, dass wir gemeinsam dafür sorgen können, dass sich Elsa hier wohlfühlt. Mhm. Ich schreibe den Brief, während du das Foto machst. Auf Wiedersehen. Von mir aus. Nein? Sauerei, da haut die einfach ab. So, so. So. Ich guck's, war jetzt ein bisschen blöd. Ah ne, ich kann das auch gar nicht höher machen. Na gut. So, zeige Anna das Bild. Wo ist sie denn? Anna, bleib doch mal stehen. Hey, du bist hier. Ja, wo soll ich sonst sein? Ich löse mich nicht in Luft auf, so wie du. Dieses Foto ist unglaublich, Gameplayerin. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Fotografin zu werden? Ehrlich gesagt, ja. Ich habe auch eine ziemlich gute Ausrüstung hier. Ich stehe mit meiner weltberühmten Fotografie zu Diensten.
Ja, ich sag mal, es ist nur ein Hobby. Huh? Nun, ich finde es toll. Wenn Elsa dein Foto sieht, wird sie sehen, dass das Tal ein Ort ist, den du besuchen musst. Hier, nimm meinen Brief. Soll ich den jetzt übergeben, oder? Könntest du ihn für mich zu Elsa bringen? Das war so klar. Du musst im Traumschloss durch die Tür zu unserem Reich gehen. Ich weiß, dass ich es wegen der Auswirkungen des Vergessens nicht tun kann. Und vergiss nicht, ich glaube an dich. Ja, von mir aus. Okay, Achso, übrigens, Toy Story hatte ich auch freigeschaltet offline. Ich meine, da passiert ja auch nicht viel. Kommt dann nur wieder so ein Spruch. Nein, also jetzt mal ehrlich. Das ist doch mal ein richtig geiles Motiv. Ja, ich wollte gerade sagen, bleibt das schon stehen? Moment, ich muss hier nur mal eben umstellen. So, so, jetzt. Das ist aber doof, jetzt ist sie... Sonst machen wir das Motiv so. Nee, jetzt, hallo, beweg dich doch nicht. Stell dich mal vor Elsa. Ja, so ist gut. Du guckst zwar scheiße, aber ist okay. Und dann machen wir noch eins mit Elsa. Guck mal, so. Ha, guck mal, da ist Elsa. Genau über, naja, fast genau über meinem Zeigefinger. Tada. So, egal. Bisschen Spaß muss sein, ne? Einmal geben. Hallo, mein Freund. Hallo, Gameplayerin. Ich bin froh, dich wieder zu sehen. Genießt meine Schwester ihren Besuch in deinem Tal? Sie ist glücklich. Oh, ich bin froh. Oh, ich habe falsche Taste. Ich wollte eigentlich das Ding jetzt bewegen. Es gibt allerdings etwas, das sie glücklicher machen würde. Hm? Ach, wirklich? Du, ich habe diesen Brief für dich. Hm. Ein Brief? Ich erkenne dieses Siegel. Er ist von Anna. Hm. Sie sagt, dein Tal ist unglaublich. Oh, und dieses Foto. Was für eine seltsame Eishöhle. Sie möchte, dass ich komme und sie mir persönlich ansehe. Ich vermisse sie so sehr. Hier ist seit einiger Zeit wieder alles im Gleichgewicht. Vielleicht könnte ich dein Dorf besuchen. Es gibt nur ein paar Dinge, um die ich mich zuerst kümmern muss. Ja. Sobald das geklärt ist, werde ich dir Bescheid geben, dass ich bereit bin, ins Dorf zu kommen. Ich werde es Anna sagen. Danke, Elsa. Das hat Spaß gemacht. Voll spaßig mit dir zu reden. Ja. Anna! Bist du wieder am Essen? Natürlich ist sie wieder am Essen. Wahrscheinlich wartet sie jetzt auf den Schokokuchen oder so. Schokolade ist doch ihre Leibspeise. Oder wie war das? Annalein. Oh, hallo. Du bist zurück? Was hat Elsa gesagt? Es gibt ein paar Dinge, um die sie sich zuerst kümmern muss. Aber sie plant Dreamlight Valley so bald wie möglich zu besuchen. Wirklich? Juhu! Du bist die beste Gameplayerin. Ich wollte dich glücklich machen. Oh, das ist so nett. Danke für alles. Ich kann es kaum erwarten, meine Schwester wieder zu sehen. Ich wusste, du schaffst das. Nein! Also ja! Oh, Moment. Hä? Geh ins Reich und sprech mit Elsa. Ah! Kommt sie jetzt doch oder muss ich ihr jetzt helfen? Achso, wieso gehe ich jetzt hier eigentlich raus? Das Nein war jetzt darauf bezogen, dass es kein Level-Up gab, weil ich hätte sie sonst gerne nämlich eingeladen, um mit ihr weiterzumachen. Elsa? Hallo, du. Es ist hier schon eine Weile ruhig, Gameplayerin. Seit du mir das Bild dieser seltsamen Eishöhle gezeigt hast, geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß, dass ich schon einmal dort war. Du sollst mal zu Besuch kommen. Und dieses Rätsel zu lösen. Ja, und deine Schwester zu sehen. Was ist denn jetzt wichtiger? Ich sag mal, um das Rätsel zu lösen. Ich möchte herausfinden, warum mir diese Eishöhle so bekannt vorkommt. Mhm. Geh voran, Gameplayerin. Lass uns dein Tal ansehen. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht, weil du dort gewohnt hast, du Vollnase, du. Hi. Kein Hi. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Oh. Oh, so schön, so schön, so schön. Moment, ich brauche ein Breitbild. Nein, mach den Finger runter. Ja, und grinsen. Grinsen. Ja. Naja, fast.
Das ist schön. Hallo, Elsa. Es ist wunderschön. Und so vertraut. Du warst schon einmal hier. Du wirst dich erinnern. Warte nur ab. Du hast recht. Es fällt mir schon langsam wieder ein. Es ist nur ein bisschen unklar. Wie ein Traum. Der Wald der Tapferkeit wurde von Riesennachtdornen verschluckt. Anna und ich sind von hier aufgebrochen, um nach Arendelle zurückzukehren. Aber bald werden wir alle wieder zusammen sein. Ich bin mir sicher, dass es dieses Mal anders sein wird. Danke, dass du mich zurückgebracht hast, Gameplayerin. Und ich kann es kaum erwarten, Anna wiederzusehen und all die anderen Freunde, die ich vermisst habe. Ah, wie geil. Ich würde so gerne sofort weitermachen, aber ich würde sagen... Ja, ist ja gut, Wally. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut, damit die Folge nicht so lange wird. Und wir machen dann den Rest mit Elsa in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.